Hallöchen, herzlich willkommen hier bei GameStoryen zu einer, ja, besonderen Folge, kann man ja so sagen, so nennen, denn ich habe die Ehre, und ich finde, das wirklich ist auch eine Ehre, bekommen, ohne dass ich irgendwas dafür getan hätte, euch ein Spiel vorstellen zu dürfen, das aktuell noch nicht im Handel erhältlich ist, oder beziehungsweise auf Steam zum Download verfügbar ist. Heutzutage im Handel landen ja noch ganz andere Spiele. Bevor es released ist, im aktuellen Zeitraum, beziehungsweise jetzt im aktuellen Fenster, wir haben jetzt den 24. August 2024, soll das Spiel am 28. August 2024, das ist jetzt auch offiziell so in Steam, vorher war es noch nicht drin zu sehen, veröffentlicht werden. Und einer der Entwickler, oder der Entwickler, ich denke mal einer, ich glaube nicht, ist es mehrere, dass es mehrere sind, aber einer der Entwickler hat mich kontaktiert, und gefragt, ob ich ihnen das Spiel auf Twitch, YouTube vorstellen will. Und ich habe gesagt, klar, warum nicht? Habe ich ja kein Problem damit. Und ja, jetzt sind wir hier. Erstmal möchte ich natürlich Lunag und Herzogtruppe begrüßen. Schön, dass ihr beiden da seid. Und vielleicht stoßen hier noch andere noch mit dazu. Und dann schauen wir uns das Ganze doch mal an. Ich habe mal die Steam-Seite offen und wir schauen uns das Ganze mal auf Steam doch mal an, was wir hier Schönes haben. Auf Twitch gibt es ja schon die Kategorie, bzw. das Spiel an sich selber auch schon einzuschauen. Und wie wir hier gerade schon sehen, es heißt Mechanical Lab. Und Entwickler und Publisher sind Seven Arm Octopus. Da kommen wir doch gleich mal dazu. Jetzt schauen wir uns erst noch mal den Trailer an, den dieses Spiel hier zu bieten hat. Einfach um mehr zu kurz mal zu sehen, um was es hier geht. Er ist relativ kurz, 25 Sekunden. Aber ja, man kann hier schon erkennen, es geht hier so ein bisschen um Bauen von Fahrzeugen, um mit denen dann durch die Gegend zu tuckern. Um was zu machen, das werden wir herausfinden. Ja, und das war's auch schon. Ein sehr kurzer Trailer zum Spiel. Ansonsten gibt es ja natürlich noch die üblichen Screenshots des Ganzen. Derjenige, der dieses Spiel mir dann zur Verfügung gestellt hat, hat gesagt, sie sind noch ein junges Entwicklerstudio. Das kann ich bestätigen, in dem Sinne, dass es Seven Arm Octopus bis auf ein weiteres Spiel nicht gibt. Noch zumindest nichts, das ich gefunden hätte. Das zweite Spiel, was sie am 13.05.2020, also fast über 4 Jahre davor, rausgebracht haben, Infinite Abyss, sieht im Prinzip ähnlich aus, ist auch so eine Art 2D-Spiel. Nur eben auf einem Planeten, wo man ebenfalls anscheinend zumindest auch wieder etwas aufbaut. Also es hat so generell so ein bisschen denselben Ding. Hier sieht es aber eher wie mit Basisbau aus. Aber auch mit Schießereien, das der ganze Trailer, also geht eigentlich um das Spiel, aber ich wollte es euch nochmal gezeigt haben. Wir haben hier auch nur ganze eine Nizza-Review und eine drei der drei Sessionen sind positiv. 67%, okay. Interessanterweise. Aber ich wollte eigentlich gar nicht in SteamDB selber reingehen. Genau. Haben wir auch gesehen, kostet 5 Euro. Ich denke mal, dass dieses Spiel auch nicht viel anders das vom preislichen her sein wird. Seven Arm Octopus, ich habe im Internet geguckt, findet man natürlich, wenn man den Namen nur eingibt, siebenarmige Oktopusse, wie überraschend. Aber ich habe dann eine Seite gefunden, die ziemlich merkwürdig aussah, aber so vom Logo her dürfte es passen. Und da habe ich zumindest herausfinden können, dass die anscheinend aus Posen in Polen kommen. Also ist es ein polnisches Entwicklerstudio. Wir sehen hier über SteamDB auch, dass das Ganze 45 Follower hat. Sonst natürlich online und so weiter geht noch nicht. Es ist im Early Access. Ich weiß nicht, ob es dann, wenn es veröffentlicht wird, wenn es veröffentlicht wird, ob es dann der Full Release ist oder immer noch im
Early Access dann ist. Aber wir sehen hier eben am 28. August kommt das Spiel raus. Einzelspieler only. Es hat dafür so ziemlich alles an Sprachen, die man finden kann. Ich gehe mal davon aus, dass sie KI übersetzt sind, weil ob sie das alles selber gemacht haben oder Leute dabei waren, das sieht jetzt nicht unbedingt danach aus. Das erste Spiel ist nur in Polnisch und Englisch verfügbar, muss man dazu sagen. Ja, es gab vorher mal eine Demo. Sie haben einen eigenen Discord, da habe ich auch kurz reingeguckt. Sind 14 Leute drin. Also es ist wirklich kein großes Studio und es ist auch echt schwierig. Wie wir ja alle wissen, es geht ja auch nicht nur um Spiele, sondern Musik etc. pp. Da was bekannt zu machen, wenn du nicht schon ein bekannter Entwickler bist, ist gleich null. Also da musst du schon sehr viel Glück haben, dass man dich gerade findet. Und auch dieses Spiel läuft völlig unter dem Radar. Aber das trifft ja sehr viele Spiele. Ja, gut, die Infos, die brauchen wir uns jetzt nicht unbedingt angucken. Gut, Systemanforderungen sind jetzt bei so einem Spiel wahrscheinlich nicht allzu hoch. Und natürlich gibt es halt noch keine Rezensionen. Es gibt einen Kurator, das ist aber zur Demo ein Video, das ist jetzt auch nicht unbedingt ganz wichtig. Ja, denke ich mal, da habe ich jetzt alles gezeigt, was es jetzt von dem Spiel an sich zu sehen gibt. Und ja, jetzt würde ich sagen, wir schauen rein. Ich habe, wie gesagt, eine Vorversion enthalten, die relativ nah an der Veröffentlichungsversion dann dran sein sollte. Und ja, mal schauen. Mechanical Lab, da ist es ja. Voll Bildschirmaufnahme, hoffentlich klappt. Aber bei neuen Spielen dürfte das eigentlich nicht allzu, dürfte das eigentlich der Fall sein. Mit Unity gemacht. Das Problem hier ist wieder, dass es erstmal noch im Fenstermodus läuft. Das wollen wir gleich mal ändern, damit es dann auch gecaptured wird. Oh, es läuft automatisch rein. Interessant. Supporting the main game. A single dev. Ach, er ist tatsächlich. Okay, er ist tatsächlich alleine. I try to make your time spent with the game as good as possible. If you want to share your suggestion or report a bug with me, you can find me on any of the platforms linked above. I hope you as much of fun at watching with this game. Okay, er war alleine, das ist interessant. Es gibt hier sogar verschiedene Themes. Interessant, ich bevorzuge das Dark Theme. Alles andere passt eigentlich. HDR machen wir aus. Interessanterweise HDR ist on, aber da ich ja HDR bei mir selbst nicht aktiviert habe, man sieht einen Unterschied lustigerweise so schon. Ansonsten schauen wir mal, dass wir mal alles auf höchste Einstellungen haben. FPS Limit würde ich tatsächlich auf 60 setzen. Mehr kriege ich sowieso nicht. Wenn das Skill 100 ist, auch okay. Ja, alles andere passt eigentlich. Ah ja, Language Object Generated steht sogar extra da. Das ist auch, das finde ich auch gut. Wir gehen mal auf Deutsch, schauen wir uns mal das an. Schnittstellenfarbe. Okay. Qualität der Effekte groß. Ja, ist halt immer so eine Sache mit automatisch generiert. Immerhin haben sie es aber draufgeschrieben oder er hat draufgeschrieben. Das ist okay. Ah, lieber Spieler, vielen Dank. Das ist auch Deutsch. Okay, schauen wir mal rein. Okay, mit E aktivieren wir einen Roboter. Dann tun wir das doch mal. Okay, A und B. Ach ja, benutzen Sie AD, um den A17-Roboter zu bewegen. Halten Sie die rechte Maustaste, um den Roboterarm zu bewegen. Interagieren Sie mit verschiedenen Objekten, indem Sie E in die Nähe in eines interaktiven Objekts halten. Dem Fahrzeug können Sie eine Maschine basierend auf dem verfügbaren Teilendiagramm erstellen und ändern.
Mit dem Fahrzeug gehören sie mehrere Fahrzeuge. Okay, da kommt. Hi. Okay. Aber ich denke mal, wir werden dann die entsprechenden Tipps ja auch bekommen. Also wir können auch springen. Okay. Jedes Spiel läuft besser, wenn man springen kann. Oh. Okay. Mit dem Arm können wir Sachen machen. Okay. Alt ist Bremse. Da kann ich ja nicht mehr nach rechts und rechts, kann ich nicht mehr bewegen. Und Sprint ist Shift. Okay. Oh, Polizeiroboter. Starten Sie den Fahrzeugeditor. Guten Tag. Okay, hier sind schon ein paar Leutchen dabei. Das ist ein Trainer. Aber ist der Fahrzeugeditor, ist das, war das jetzt das am Anfang? Also ist das hier der Fahrzeugeditor? Uppa. Oder auch nicht. Und wir müssen doch noch weiterfahren. Keine Ahnung. Spielautomat. Oh. Oh, okay. Wie funktioniert das? Ach, mit Rechtsklick kann ich. Ich weiß nicht, wie ich dieses Teil bewegen kann. Ich bleibe hier im. Bin verwirrt. Wie kann ich denn das Teil bewegen? Also im Spiel. Ja, keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Also wenn es dir irgendwo erklärt wird, dann weiß ich nicht wo. Steht's hier irgendwo? Warte mal. Okay, ich weiß, ich glaube. Irgendwie habe ich es ja vorhin gerade bewegt. Ich weiß nur nicht wie. Hä? Nee, keine Ahnung. Irgendwie ja, aber irgendwie auch nein. Okay.
Und dann gehen sie mit den verschiedenen Objekten, indem sie in der Nähe eines interaktiven. Ah ja. Mit dem Fahrzeugleiter können sie mehrere Fahrzeuge speichern. Jeder Fahrzeugplatz speichert seine eigenen Statistiken und Eigenschaften. Einige Fahrzeuge werden standardgemäß erstellt und können nicht gelöscht werden. Okay. Wir haben hier ein Example Vehicle. Und wie können wir das jetzt? Ah, okay. Mit dem Hauptteilmodul können Sie die wichtigsten Teile der Fahrzeuge hinzufügen, beispielsweise einen Steuerstand oder den Motor. Die Hauptteile sind mit speziellen Löchern ausgestattet, an denen Rohre angeschraubt werden können. Ah, das ist quasi schon ein Fahrzeug, das die Fahrzeuge müssten in die Welt entlassen werden. Das Fahrzeug bleibt aktiv, bis sie mit dem Bau einer anderen Maschine beginnen. Die vorherige wird zerlegt, um die Ressourcen zurückzusetzen. Okay. Eieiei. Das sieht alles sehr schwierig aus. Ja, man kann ranzoomen, man kann rauszoomen. Man muss auf jeden Fall auch verkabeln anscheinend. Man kann auch verschiedene Farben nutzen. Pipe-Modus, Master-Teile-Modus, Zusatzteile, rotierende Teile. Mit dem Modul rotierende Teile können Sie die wichtigsten Komponenten hinzufügen und gedreht werden müssen. Dazu gehören Räder, Triebwerke und Waffen. Ah, okay. Alter. Mit dem Verbindungsmodul können Sie die Verbindungslogik zwischen Teilen anpassen. Viele der Fahrzeuge verfügen über Steckdosen oder Stecker, die einen verdrahteten Betrag an einen anderen Teil ermöglichen. Verbindungen sind in entsprechenden Kategorien unterstellt und müssen deutlich mit separaten Farben gegengrenzt sein. Zum Anschließen müssen Stecker und Buchse derselben Kategorie angehören. Okay. Mit dem Rohrmodul können Sie Ihrem Fahrzeug viele Arten von Rohren hinzufügen, von festen Rohren über Federn und Teleskope bis hin. Ich bin ja gerade so jemand, der mit sowas echt Probleme hat. So kreativ bin ich meistens nicht. Ich bin froh, dass es überhaupt jetzt schon ein Fahrzeug gibt, das ich einfach mal nutzen kann. Der Prüfstand ist der wichtigste Teil jedes Fahrzeugs. Und doch, wenn du mit dem Fahrzeug interagieren, das verfügt über eine Reihe von Steckern, die eine weitere Verbindung mit den von Spielen gesteuerten Teilen ermöglicht. Er sagt quasi, mit dem Modul Anbauteile können sie kleinere Teile hinzufügen, indem sie feste Rohrrahmen platziert sind. Wie Lampen, Reflektoren oder Ständer. Biologische Bedienblöcke bis hin zu Sensoren und Waffenmagazinen. Eieiei. Okay. Okay, aber er kam jetzt da nicht raus. Wie kann ich das Teil jetzt rausholen aus dem... Muss drauf bleiben. Bam! Und da ist es. Kann ich mich quasi in die Kontrollstation reinhacken? Die gebaute Maschine kann über Tasten 1 bis 9 virtuelle Achsen W, S und A, D
oder virtuelle Richtungen mausgesteuert werden. Die Standard-Tastenbelegung kann im Editor zu den Leitstandsstellungen geändert werden. Ah, und jetzt haben wir. Okay. Fahrzeugeinstellungen können auch während der Fahrt aktiv sein. Aktivieren Sie die Fahrzeugeinstellungen, indem Sie die Tabulatortaste drücken, während sich die Roboter in der Maschine befindet. Viele Teileigenschaften ermöglichen die Anpassung von Parametern in Echtzeit. Ach du. Viele Fahrzeugteile erzeugen im Betrieb Wärme. Der Vehicle-Editor bietet viele Kühlteile, die Wärme von Komponenten ableiten können, die sie benötigen. Boah. Damit die Fahrzeugdiagnostik funktioniert, wird Energie benötigt. Die Energiesysteme in der Arten von Teilen unterteilt Energieerzeuger, Energieverbraucher und Energiespeicher. Um ein Abschalten des Fahrzeugs zu verhindern, ist ein positives Verhältnis von Erzeugerenergie zu Energieverbrauch erforderlich. Die Energiemangel schaltet die Fahrzeug ab oder nutzt, wenn möglich, den Energiespeicher als Reserve. Hohoho, jawohl. Eieiei. Sammle mehr Ressourcen. Halten Sie die rechte Maustaste, um den Roboterarm zu bewegen. Reparaturwerkzeug ist nützlich, wenn Sie Teil des Fahrzeugs beschädigt ist. Sie können dieses Teil reparieren, bis es vollständig zerstört ist. Achso. Aber ich kann nur fahren. Achso, mit der Waffe. Okay. Okay. Aha, ein Level 0 XP. Wenn man quasi die Teile alle freischaltet, die Zeit. Goldene Hühner, Signalballons. Eine Reise mit Zielen. Ah, okay. Erfüllen Sie einfache Ziele im Außenbezirk der Stadt, um Belohnungen zu erhalten. Entdecken Sie den Tempel der alten Tina. Ah ja, man kriegt hier quasi, man kann sich hier selbst dann Quests quasi zuordnen. Das hängt sich einfach dran, wie geil ist das denn? Okay. So, das ist einer dieser Tempel. Okay. Die Frage ist, was sind denn Ressourcen hier? Ah, hier kann man sich teleportieren. Okay. Ah! Böses Ding.
bisschen schade ist es, dass man sich dann immer wieder erstmal raus muss, damit man weiter kann. Yeah, ich habe eine Town Expedition. Okay. Was war das? Was hat mich denn jetzt? In der Phase können Sie maschinenbasierend auf verfügbaren Teilen. Ich hab's gerade zerrissen. Das war's doch, oder? Das explodiert ist hier. Was? Ah. Yeah, fast Level 2. Hundert XP, jetzt dürfte ich Level 2 haben, oder? Nein, doch noch nicht ganz. Okay. Wahlkampfexpedition. Liefern Sie kleine Pakete im gelben Container. Okay. Also es hängt sich Zeug an mich dran, lustigerweise. Juhu, ich bin Level 2. Upsi. Ja. Scheiße, mein Rad ist ab! Fuck! Shit! Das habe ich hier wieder ganz toll gemacht. Jetzt hänge ich fest. Okay, das war nicht sehr schlau. Ein zweiten Mal. Was ist das? Malen? Ah, okay, hier kann man sich eine andere Farbe geben. Cool. Ja, ist gut. Ich muss nochmal zurück. Ich brauche ein neues Fahrzeug. Ich mach sie aktuell schon nicht kaputt. Oh, oh. Nein, muss ich dagegen fahren oder so.
Aber das Zeug, was man sich angehängt hat, das bleibt auch dabei. Auch sagen. Preis verliehen. Wie schön. Man kann sich immer mal diese Preise dazu holen. Level 3. Bekommen wir neues Zeug. Da ist aber, also ich gehe mal davon aus, dass es ja eventuell den Steam Workshop unterstützt und man natürlich so auch Fahrzeuge dann runterladen kann. Also gehe ich mal davon aus. Ich will den Herrn Polizisten nicht treffen. Uh. 15 Sekunden in der Luft war ich. Okay. Ah, da hat sich wieder was dran gehangen. Es hängt sich Zeug auf jeden Fall immer wieder ganz gerne dran. Da scheint es. Das scheint auch etwas zu sein, was man mitnehmen kann. Aber irgendwie auch nicht. Irgendwie hochheben oder so? Ja, das ist ein bisschen. Ah, okay, jetzt. Kann ich das irgendwo dranheben oder so? Hopp. Nein. Hopp. Nein. Anscheinend nicht. Okay. Ach, waren das Ressourcen eventuell? Verdammt. Scheiße! Nein! Ah! Hab sie. Kann ich... Nein. Fuck! Hui! Okay. Hä? Liefern Sie kleine Pakete im gelben Container? Hier ein bisschen die
mit was man genau interagieren kann und mit was nicht. Und was nun irgendwie. Es ist alles so ein bisschen. Ich weiß noch nicht so ganz. Also ich tue mich hier schwer zu merken, was ist interagierbar, was ist wichtig, was ist nicht wichtig. Da tue ich mir echt ein bisschen schwer. Um Ressourcen schneller zu transportieren, verwenden Sie den Gepäckträger, der an Ihrem Fahrzeug angebracht werden kann. Ja. Zerstören die Anreize und Trainingseinheit. Kann ich nur nicht rüber. Bleib hier irgendwie hängen. Ah, jetzt weiß ich, wie es geht. Fahr doch nicht. Okay. Warum komme ich jetzt hier nicht weiter? Ja, warum bleibe ich hier denn stecken? Hä? Hä? Bringen kann ich mit dem Fahrzeug jetzt nicht. Warum kann ich jetzt nicht weiterfahren? Wie soll ich denn die Trainingseinheit zerstören? Wenn ich hier stecken bleibe. Weil die Einheit ist ja hier hinten, oder? Ja, die ist hier. Kann ich dich mitnehmen? Nein? Dann wird das ein Problem. Warum kann ich denn da nicht entlang fahren? Hä? Warum kann ich hier nicht weiterfahren? Hä? Woran hakt es denn hier? Hier ist echt nicht. Warum ich hier nicht fahren kann? Hä? Hui. Oh. Ist das dann hier ein festes Objekt? Okay, jetzt komme ich sowieso nicht mehr. Ja, aber. Hä? Wie sollte ich das denn dann machen? Wie soll ich denn da rüberkommen?
Wie soll ich den Roboter zerstören? Hier, nimm das! Bam! Dead! Hier ist eine Ladestation. Aber aus der Ladestation komme ich nicht mehr raus. Okay. Prima. Prinzipiell glaube ich jetzt erst das ganze Spiel gerade feststeckt, weil ich kann gar nichts mehr machen. Ja, okay. Ja gut. Es ist halt, sind ein paar Bugs mit dabei. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll, ehrlich gesagt. Wie gesagt, jetzt nicht der geschulteste in sowas, was dieses gerade sowas das Bauen von bestimmten Sachen angeht. Das Problem ist, da dann vorbeizukommen. Es scheint, dass ich irgendwas brauche, was hoch genug ist, dass ich halt dann quasi da hochkomme. Versuchen wir mal, ein relativ hohes Fahrzeug irgendwie zu bauen. Weiß auch nicht, wie ich hier. Ich muss erst einmal gucken. Oder warte mal, machen wir es mal. Ich mach's mal anders. Ich nehme nochmal das Example Vehicle und versuche das alles ein bisschen höher zu setzen. Irgendwie. Oder die Reifen. Zureichend Ressourcen. Okay. Kann man das irgendwie verlängern? Doch einmal eine weiche Feder. Nein, nicht. Ah! Stopp!
Okay. Es gibt sogar Beine. Okay. So. Vielleicht sollte ich sie aber eher. Gut, dass weiche sind, glaube ich, aber das ist vielleicht keine gute Idee. Weil ich glaube, das wird so nicht fahren. Ja, wobei, doch, doch, ja. Und es fährt nicht. Es fährt nicht, weil ich irgendwas vergessen habe. Weil ich noch den Antrieb irgendwie verkabeln muss, glaube ich. Aber wie kann ich die denn, wie kann ich die jetzt verbinden? Ah ja. So. Ja, das schaut doch okay aus. Klaps. Jetzt fährst du doch hoffentlich. Nein. Nein, mein Auto. Jetzt fährst du doch, oder? Jawohl. Miau. Müssen wir nur da drüber kommen. Ich hoffe, jetzt klappt es, aber das Ding ist ja fest. Das heißt, ich müsste ja eigentlich. Ach, jetzt komme ich dran vorbei. Warum? Na egal. Kannst du es mal. Kannst du es mitnehmen? Nein? Doch? Nein? Können wir das hier irgendwie anpacken? So. Bam, bam, bam. Bist du echt die Ruhe? Du bist der Trainer. Weg mit dir. Bam! Wuhu! Das ist so klein, ich kann das nicht lesen. Ja, das Fenster zum Ziel kenne ich, aber was steht denn da? Das ist so klein, ich kann es nicht lesen. Ich kann das nicht erlesen. Ich kann das nicht sehen, was da steht. Sind das jetzt eigentlich Teile, die hier. Ja. Kannst du nirgendwo anpacken? Oh Gott, ich glaube, ich komme nicht mehr zu meinem Fahrzeug hoch. Nein, mein Fahrzeug!
Gerade noch so. Ich weiß nicht, was hier steht. Also falls es jemand entziffern kann, kann es mir gerne sagen. Ich kann das nicht lesen. Es ist mir zu klein. Hui! Oh Gott, nicht auf dem Mond. Ich wollte mir eigentlich ja sofort ein Fahrzeug bauen mit 4 Rädern oder 5 oder 8, damit ich, selbst wenn ich umfalle, noch fahren kann. Das probiere ich dann noch irgendwie zu... Ja, das kann interessant werden. Teile, die im Betrieb Wärme erzeugen können, überhitzen. Denken Sie daran, eine geeignete Kühlung dran anzuschließen. Der aktuelle Zustand der Teile und der Temperaturen können Sie in den Fahrzeugeinstellungen prüfen. Teil ist überhitzt. Aber ich hab doch... Okay. Mit Städtereisen können Sie tiefer in weitere Stadtteile vordringen. Sammeln Sie wertvolle Erfahrungen, erfüllen Sie Ziele, besiegen Sie Feinde, um neue fortschrittlichere Maschinenteile freizuschalten. Jede Expedition kann im Expeditionstab im Zielmenü gestartet werden. Ja, das habe ich schon mitbekommen, dass das so ist. Wir bekommen hier auch ein paar Teile. Liefern Sie kleine Pakete im gelben Container. Das will ich mal versuchen, so ein kleines Fahrzeug zu bauen, das sich ohne Probleme, auch wenn es umfällt, bewegen kann. Versuchen wir das doch mal. Also, was haben wir hier? Wir haben eben das Kontrollsystem, brauchen wir. Dann ein Elektromotor, Übertragung, Rohrverbinder, Energiewindmühle, Raupen. Ach du Scheiße. Okay.
Eieieiei. Okay, jetzt lassen wir erst einmal die Räder hier anbringen. Machen wir weiche Federn. Kann ich aber nur immer hier an den Ecken anbringen. Okay. Das heißt, ich müsste hier eigentlich auch noch mal jeweils genau. So sieht's gut aus. Genau. Nein, ich habe keine Ressourcen mehr. Ich kann mein Ding nicht verbauen. Fuck. Kann ich noch? Nein. Scheiß. Kann ich wenigstens die Räder dran knallen? Nein. Das wäre super. Das ist ein bisschen blöd. Okay, aber dann bleibt es dann schon so? Kann man das schon so speichern erst einmal? Nein? Schließen? Ja, das mit den Ressourcen sammeln? Ja. Aber wo habe ich es da jetzt mit der Kühlung das Problem? Das verstehe ich nicht so ganz. Hier kann ich aber nicht mehr anstecken nirgendwo.
Liefern Sie kleine Pakete im gelben Container. Welches Teil überhitzt denn eigentlich? Weil ich habe null Ausgabe. Ah, jetzt hat. Aber welches Teil ist denn das Problem? Da geht's wieder nach unten. Upsi. Liefern Sie kleine Pakete im gelben Container. Wohin denn? Und mir fehlt ein Kofferraum. Ja, warum kann ich jetzt den Kofferraum nicht nehmen, nutzen? Ach, wahrscheinlich, weil ich keinen Platz habe. Aber lustigerweise, ach so, weil das ja beweglichen Federn sind.
Ah, warte mal. Also hier könnte ich jetzt zum Beispiel, aber ich könnte auch. Jetzt habe ich eine Idee. Nein, habe ich nicht. Wir müssen doch wieder Feste hier drauf machen. Weil da kann ich dann wenigstens genau, da kann ich wenigstens Zeug noch dran pappen. Da kann ich jetzt zum Beispiel eben einen Kofferraum ranpappen. Genau. Ich brauche vier für vier Päckchen. Ich weiß zwar nicht, wo ich sie hinliefern. Ich habe dich doch weggetan. Ich wollte auch hier ein steifes haben. So. Und jetzt müsste ich eigentlich kleine Pakete im gelben Container. Aufnehmen können. Warum kann ich mich jetzt nicht bewegen? Hä? Ich hab sie da angeschlossen. Oder sind die Reifen jetzt blockiert? Bleiben wir mal dabei. Nein, ich. Hä, warum kann. Warum geht das jetzt nicht? Hä? Warum kann ich jetzt nicht fahren?
Warum kann ich jetzt nicht fahren? Also das ist der Rückstoß. Aber es dreht sich. Warum kann ich jetzt nicht fahren? Hä? Warum bewegt sich dieses Teil jetzt nicht? Was habe ich denn? Ich habe da nichts vergessen. Also drehen tut er sich ja und angestöpselt habe ich ihn auch. Hä? Wo ist denn jetzt das Problem? Ich sehe das Problem jetzt nicht, warum er jetzt nicht. Warum er jetzt nicht fahren sollte? Warum zum Teufel bewegt sich das arme Fahrzeug jetzt nicht? Oh, warte mal. Nee, aber den kann ich nirgendwo anstecken. Das Einzige, was ich geändert habe. Daran kann es eigentlich nicht liegen. So. Ach, kann es ja nicht liegen. Warum sollte das jetzt einen Unterschied machen? Es macht einen Unterschied. Warum macht es einen Unterschied, ob ich das daran schiebe? Wahrscheinlich, weil das andere irgendwie was anderes zuständig ist. Egal. Okay. Er fährt auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste. Sag ich, ich bin kein Automechaniker. Ich gehe mal davon aus, dass wir diese Kisten hier durch die Gegend transportieren sollen. Aber wenn das die sind, dann lassen sie sich die nicht im Kofferraum platzieren. Ich fand die kleine Pakete im gelben Container. Da es ja in der Stadt sein soll. So, das habe ich jetzt mitgenommen. Jetzt bin ich erst im Expeditionsbezirk.
Denke mal, das sind ist damit gemeint. Mitgenommen? Ich nehme einfach alles mit, was ich hier finden kann. Einen Platz habe ich noch frei. Ja, hör mal auf mein Rad zu schießen. Mein armes Rad. Da ist noch ein Paket. Nimmst du das mit? Jawohl. Gut, dann müssen wir jetzt zurück. Ich denke mal, wir können das Zeug im Fahrzeugeditor. Ich glaube, es ist der Motor, der überhitzt. Liefern Sie kleine Pakete im gelben Container. Ah ja. Jedes Teil des Fahrzeugs kann anders lackiert werden und weitere Farben freizuschalten müssen Sie also mit einem Farbteamer sammeln. Ah ja. Ich will noch mehr Kofferraum drin haben, weil die können wir immer brauchen. Oh, okay. Können wir... Ich hätte gerne noch einen Kühler. Nein, können wir nicht. Ein Lüfter, ja, aber dafür habe ich dann keine Möglichkeit, den anzuschließen. Das ist schon ein Kühler. Der Kühler ist aber nicht wirklich gut. Es nützt mir ja gar nichts, wenn ich noch einen Kühler draufsetze, weil den Kühler kann ich ja nirgendwo anschließen. Nein!
Also der Kühler kühlt nicht genug, aber wie kann ich das denn ändern? Lampe, Lampe, Kontrollspitze. Ein Lasergewehr. Gut, ich könnte ihn natürlich weniger Leistung fressen lassen, dann ist er vielleicht nicht so schnell überhitzt. Er war zwar auf 0,9, machen wir auf 0,7, ob das ausreicht. Ja, so viel Leistung brauche ich ja nicht unbedingt. Aber das scheint auch nicht wirklich viel zu unterscheiden. Weil die Ausgabe bleibt jetzt unten. Ja, vielleicht passt es so. Mein Kofferraum hindert mich, da durchzukommen. Komm, 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 komm. Der scheiß Kofferraum. Da ist was drauf, oder? Der hat was mitgenommen. Fuck, jetzt kann ich wieder zurückfahren. Ach Gott. Und ich überhitze immer noch. So. Das mit der Kühlung. Verstehe ich nicht so ganz. Ich habe ja nur einen Kühlungsanschluss. Da kann ich den irgendwie noch ver...
So, das ist das letzte Paket, haben wir mitgenommen. Können wir jetzt zurückfahren. Auch wenn ich jetzt leider nicht weiß, was jetzt das Problem ist, dass wir überhitzen. Vielleicht den Motor irgendwie ein bisschen separierter erstellen, dass sich die gegenseitig vielleicht nicht aufheizen? Keine Ahnung. Wo kann ich denn? Warte mal. Wo war das mit der Hitze? Da Wärme ist. Teil, die im Betrieb Wärme erzeugen kann, überhitzen. Denken Sie dann an eine geeignete Kühlung dran anzuschließen. Den aktuellen Zustand der Teile und der Temperaturen können Sie in den Fahrzeugeinstellungen überprüfen. Ja, aber das habe ich doch gemacht. Also ich verstehe jetzt tatsächlich nicht, wo das Problem ist. Ein Fahrzeug, das mehr Energie verbraucht, als es produziert, schaltet ab. Denken Sie dann an den Spinnern zu der Energie. Ja. Viele Fahrzeuge, viele Kühlteile, die Wärme der Komponenten ableiten können, die sie benötigen. Ja, aber sie sind ja angeschlossen, trotzdem. Erzeugt es mehr Wärme. Das verstehe ich eben nicht so ganz. Das, ich kapiere es nicht. Weil was nützt mir noch ein Kühler, den ich sowieso nicht platzieren kann?
Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass halt die Räder, weil sie halt weiter unten sind, dass es schwerer ist oder irgendwie sowas in der Richtung. Und es deshalb mehr Energie verbraucht. Aber ich habe ja nur einen Stöpsel, also ich verstehe jetzt nicht so ganz, wo das Problem liegt, ehrlich gesagt. Es ist irgendwie merkwürdig. Ich bin kein Mechaniker, aber das ist immer so eine Sache, die ich nicht so ganz verstehe. Ah. Und wieder so ein Idiot. Ich bin echt froh, dass ich die Linkssperre reingetan habe. Befreien Sie das angegebene Dach vom Müll. Okay. Also dem mit dies hier. Jetzt fährt es irgendwie nicht mehr so schnell, aber jetzt scheint es auch nicht mehr zu überhitzen. Das ist faszinierend. Oh, das war knapp. Okay, vergiss es. Runter, alles weg da. Was? Oh, oh Gott. Weg. Hopp. Hopp. So entsorgt man Müll. Hallöchen, Kitty. Hopp. So entsorgt man Müll.
Finden Sie Standorte mit einer Farbthema-Ressource. Uha, das war jetzt nicht so gut. Ich habe nichts weggenommen. Oh. Du musst weiter warten. Ich verstehe jetzt aber auch nicht mehr, warum er jetzt so langsam ist. Ja, sag mal. Nummer 1. Das hier in den beiden. Nee, das zählt nicht, okay. Das zählt dann aber hoffentlich. Ja. Oh. Das nehmen wir auch noch mit. Mehr kann ich eh nicht tragen.
Ach, hey. Okay, das war's wohl. So bin ich tatsächlich schneller. Werde Minen los. Okay. Einfach mal so, werde Minen los. Den Rest wieder nicht einlösen. Keine Ahnung, was. Hast du schon mal mit einem anderen Browser versucht? Dann wird mir das Fahrzeugding angezeigt. Ah, das bleibt da, wie schön. Die Frage ist nur, ich habe halt keine Teile. Ja. Ja, nicht, habe schon mal gefragt, schon irgendwie eine Einstellung liegen habe, dann was zurückgesetzt, dann ging es auch wieder ab, war nur kurz. Ich habe das Problem noch nie gehabt. Ich kann dir auch nicht sagen, woran das liegt. Ich verstehe die ganze Ressourcen-Ding hier nicht wirklich, was ist, was da ist, was macht. Ich kann auf jeden Fall mein Auto nicht bauen, was ich aktuell gerne hätte. Ich weiß nicht, warum der jetzt so langsam läuft. Vielleicht liegt sie doch wieder am. Dass ich eigentlich die Leistung so weit runtergeschraubt habe, das wird das Problem sein, ja. Also dann ist es ja langsam. Das ist auch nicht gut. Jetzt muss ich Minen loswerden. Ja, das ist die Leistung, okay. Mehr Leistung gibt's auch mehr Power. Wieder zu viel. Bei mal wieder Hammer gesehen. Okay, was ist Minen? Ach, das sind Minen? Nee, es sind A8-Roboter. Heilige Scheiße, halten die was aus, ey. Destroyer First Enemy, das war doch nicht mein erster Gegner. Die da drüben waren doch auch schon welche. Die wo geflogen sind, oder nicht? Das sind Minen. Oh mein Gott! Oh, ein Reifen. Vorsicht. Nein, ich hab's befürchtet. Nein.
Ich muss mir ein anderes Vehikel bauen. Ich habe halt leider nicht so viele Möglichkeiten. Das ist Bescheidene daran. Okay, jetzt lass mich mal kurz überlegen. Damit Raupe fahren. Dann bräuchte ich keine Räder. Stimmt eigentlich. Versuchen wir mal mit Raupe zu fahren. Genau, Panzer. Das ist jetzt nicht so schön, aber scheiß drauf. Ich bin nicht hier, um Schönheitsflechte zu gewinnen. Aber wie bewegen sich die denn? Ah ja, okay, ich verstehe schon. Okay. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall Reflektor. Okay, Kühlung. Dann brauchen wir eine Waffe. Da würde ich tatsächlich einen Laser vorschlagen. Lasergewehr. Ah, okay, ja, warte, das machen wir natürlich so. Achso, dann. Achso, nein, das geht so gerade nicht. Ah, fuck! Okay, So. Und jetzt kann ich mir kein Lasergewehr mehr leisten. Auch kein Gewehr. So eine Scheiße. Jetzt kann ich es mir leisten. Okay, das passt schon. Wird schon passen. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Kühler. Ach komm schon! Warum?
Einmal Kühler, dann brauchen wir auf jeden Fall noch Munition für Lasergewehr. Und wir werden noch einen Kühler brauchen für den hier wahrscheinlich, oder? Ja. Noch ein Kühler. Zureichende Mittel. Die brauche ich aber fast. Gut, das brauchen wir hier nicht. Weg damit. Mann! Häng ihn mal da dran. Das ist so mies, dass man halt kaum was bauen kann. Das ist doch bescheuert. Oder kann ein Kühler? Nee, da kann er nicht. Ich hab doch gar nichts dran. Was soll ich? Wie wenig soll ich denn noch bauen? Soll ich nur eine Panzerkette nutzen? Doch Schwachsinn. So. Sieht so dämlich aus. Das wird nicht mal fahren können, wahrscheinlich, wenn ich mir das so anschaue. Oh Mann. Okay, ich glaube, ich habe alles verkabelt. Jetzt müsste es funktionieren. Gut, die Verbindungsstücke kann ich noch machen. Das ist wenigstens irgendwie. Das ist mein eigenes Ding. Warte mal, vielleicht noch kleine Koffer hinzufügen, wäre nicht ganz verkehrt. Ich wenigstens etwas habe. Wo ich Zeug lagern kann. Okay, ich glaube, mein komisches Teil ist fertig. Mal sehen, ob es fährt. Yeah! Es fährt! Oh Gott. Oh je. Es fährt, ja. Das ist gut. Das tut es. Das ist das, was ich aus den Teilen zusammenbasteln konnte. Ja.
Eieiei. Ah, ich habe das Gefühl, ich komme da nicht hoch. Oh je, ich habe ein ganz mieses Gefühl. Bei dem hier habe ich ein mieses Gefühl. Okay, wir haben es geschafft. Nein, nicht. Oh, ich weiß nicht, das geht's doch nicht. Das ist nicht so fast, ey. Ich hasse mein Leben. Da ist es! Hopp! Verdammt! Oh nein! Okay. Alle hopp! Ernsthaft jetzt? Aber ich seh's. Eventuell kann ich's kaputt machen. Okay. Es hat funktioniert. Das Fahrzeug ist noch nicht ganz ausgereicht. Aber ich müsste Teile finden. Gut, ich wahrscheinlich im Endlosmodus kann man Teile finden. Das wird das sein, wo ich eigentlich hin müsste. Damit ich irgendwas erreichen kann, neben dem, dass ich nur immer neue Teile freischalte. Ich bekomme zwar Sachen, aber halt eben keine. Erkunden Sie die Stadt und entdecken Sie all Ihre Geheimnisse ohne Einschränkungen. Okay. So kriege ich halt nur einen Haufen Teile, aber was nützen mir Haufen Teile? Ohne entsprechende Ressourcen. Bitten Sie versteckte Ressourcenkisten. Steckt ja auch noch. Aber genau die brauche ich ja. Jetzt muss ich nur überlegen, wie ich mein Vehikel irgendwie besser mache. Vielleicht tatsächlich bewegliche, aber dann kriege ich ja wieder nichts unter. Danke. Ich verstehe auch nicht, wie die Ressourcenaufteilung ist oder was da, wie das gemeint ist. Kann ich denn? Ja, also das geht. Wie kann ich den bewegen? Mit der rechte RMB? So.
Achso. Naja, es passt schon. Glaube ich. So. Okay. Überlege jetzt gerade, wie wir das hier. Wenn ich die jetzt federn lasse, dann könnte es besser funktionieren. Andererseits natürlich wieder keine Ressourcen mehr. Kann ich die eigentlich? Nein. So. Ja. Ich glaube, viel besser kriege ich es nicht mehr hin. Können wir denn noch? Nein. Mehr Kisten? Nein. Okay. Ja. Boing. Naja, so richtig. Federn tut er ja nicht, aber ich habe ja auch, die Federn sind ja auch nur sehr kurz.
Ja, sie sind ein bisschen da. Sie federn ein bisschen. Das ist vielleicht besser als gar nichts. Ich würde die schöner gestalten, aber leider habe ich die Ressourcen dafür nicht. Verpiss dich. Yay! Die andere Kiste habe ich schon kaputt gemacht, das ist mein Problem. Oder anscheinend habe ich schon zwei Kisten kaputt gemacht, denn hier ist nichts mehr. Ich habe doch nur bisher eine gefunden. Also die zweite weiß ich, die habe ich aber kaputt gemacht, so wie ich das gesehen habe. Aber wo ist denn die dritte? Das ist merkwürdig, weil da wäre was drin gewesen, das habe ich aber kaputt gemacht. Das ist leider nicht mehr da. Ich glaube, die Mission muss ich nochmal neu starten. Aber wo das dritte ist? Keine Ahnung. Ah, da ist noch eins. Tada!
Mein Problem ist es, dass ich das dritte nicht mehr nehmen kann, weil ich das kaputt gemacht habe. Das ist, glaube ich, auch ein Teil. Upsi. Nein? Doch. Ich glaube, ich habe doch was kaputt gemacht. Ach, mein Motor ist kaputt. Fuck! Mein Motor kaputt gemacht. Was jetzt? Ach nö. Einige von ihnen verloren ihre Kraft. Ja? Verdammt! Ah. Ah. So ein Mist. Na gut. Ich glaube. Das Problem ist ja, ich kann sie ja trotzdem nicht. Abschließen, weil ich die eine Kiste kaputt gemacht habe. Ich glaube nicht, Herzog Truffe, dass eine Explosion ein Dieselmotor oder Petrol überleben würde. Wahrscheinlich würde es eher noch schlimmer ausschauen. Yeah. Bam. Yay! Problem ist trotzdem, dass ich das andere jetzt nicht mehr nutzen kann. Ja. Gut, ich würde mal sagen, wir machen jetzt hier aber Schluss. Ja, es gibt ein paar davon. Nicht allzu viele. Also es sind noch nicht die, die wo ich freigeschaltet habe. Was hatten wir hier? Wir hatten einen Verbrennungsmotor, wir haben einen Hovercraft-Motor, wir haben einen Elektromotor. Übertragung, keine Ahnung. Ach, das ist der Energietank. Wasserkraftwerk. Ja. Ja, und dann hier wird noch ein paar Sachen, kann man sich noch freischalten.
Alter. Ich weiß nicht mal für die Hälfte der Sachen, die hier drin sind, für was die gebraucht werden. So gut bin ich bewandert da auch nicht. So gut bin ich bewandert da auch. Beine, das sind ja Beine. Kann ich mir Strahltriebwerk? Ist das eine Waffe oder ist das ein... Ja, wahrscheinlich schon. Eieieiei. Was da noch für Zeug gibt, ey. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich weiß. Aber hey, immerhin habe ich ein Fahrzeug gebaut, das fahren kann und das das meiste irgendwie überstehen kann. Da bin ich schon stolz genug drauf auf mich. Und wie gesagt, ich hätte es noch schöner gebaut, wenn ich die Ressourcen dazu hatte. Hatte. Sind Sie sicher, dass Sie gehen möchten? Ja, ich bin mir sicher. Fällt mir schwer, aber ich muss jetzt gehen. So. Jetzt will der Herr auch noch ein Fazit von mir haben. Was du nicht alles haben willst. Natürlich gibt es noch ein Fazit. Ich stelle es jetzt nur am Ende des Streams hinein. Ja, was soll man sagen? Also ich weiß ja nicht, ob noch ein Deal dazukommt. Jetzt, wenn es veröffentlicht wird. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt davor geschritten ist mit dem... mit diesem Bild, den ich bekommen habe, ich sage jetzt mal, du hast 18 Missionen, ich glaube, ich bin jetzt bei der vierten oder fünften. Es ist halt, man ist sehr eingeschränkt, wenn man halt die, wenn man nicht frei bauen kann. Ich kann durchaus verstehen, dass man versucht, da ein bisschen, dass man halt nicht gleich zum Anfang irgendwie ein Überauto erschafft oder so. Aber das kann man eben mit dem Teile freischalten, kann man das ja eigentlich regulieren, sage ich jetzt mal. Ich finde, man könnte ein bisschen mehr noch Erklärungen liefern. Also, ich meine, du hast das Tutorial-Fenster schön und gut, alles gut, aber ich bin da zwar schon reingekommen, aber zum Beispiel jetzt, warum überhitzt das Teil, wenn man es doch eigentlich an den Kühler angeschlossen hat? Warum passiert das? Das sind so Sachen, die werden dir nicht erklärt und das ist ein bisschen schade. Ansonsten, Langzeitmotivation sehe ich halt auch nicht viel in dem Spiel. Aber gut, ich habe den Endlos-Modus da jetzt noch nicht ausprobiert. Wie gesagt, es wird ja wahrscheinlich in den Early Access gehen. Ich glaube, es wird nicht das Spiel vollständig rauskommen. Zumindest glaube ich nicht, dass es so geplant wäre. Das Grundgerüst, das funktioniert auf jeden Fall. Ich hatte bis auf diesen einen Bug, wo dann das Spiel gar nicht mehr funktionierte, als ich den Roboter wieder reingestellt habe, lief das Spiel ohne Probleme. Es ist nicht abgestürzt. Die Musik ist nett. Zweckmäßig, jetzt nichts Besonderes, aber jetzt auch nicht aufdringlich oder so. Dass die Details und die Grafik an sich sind relativ nett eigentlich. Die Effekte und so weiter sind eigentlich ganz cool gemacht. Ich meine, es ist ein okay Spiel. Es ist nicht besonders gut, aber besonders schlecht auch nicht. Ich meine, für diesen Fahrzeugbau sollte man vielleicht ein bisschen was davon verstehen. Da bin ich jetzt nicht unbedingt der Richtige dafür. So mit Achsenverteiler und sowas. Nicht mal eine Ahnung, für was man sowas überhaupt braucht für so ein Auto. Für mich soll es nur fahren können und schießen und durch Hindernisse kommen. Das ist alles, was ich brauche. Wenn ich da aber sehe, was du da für Verbindungen bauen kannst, aber da brauchst du wahrscheinlich dann die entsprechenden Ressourcen, damit es überhaupt gescheit funktioniert. Aber selbst für jemanden, der so spartanisch baut wie ich, kriegt man zumindest ein fahrbares Fahrzeug hin,
das dann auch einigermaßen funktional ist. Also das muss man ja dem Spiel auch zugute halten, dass man jetzt da nicht ein halber Automechaniker sein muss, um zu verstehen, wie das, wie man da ein einigermaßen fahrtaugliches Fahrzeug erstellt. Da bin ich dann dafür der Richtige, dass man sagt, ja, man kann auch ich wollte ja sogar mehr bauen, aber ich konnte es ja dann nicht, weil ich keine Teile hatte. Das ist so ein bisschen so ein Stopper, vor allen Dingen, weil du nicht weißt, also vielleicht steht es in den Tutorials, ich habe jetzt da nicht so genau reingeguckt, da steht ja da rein drin, wie verteilt die Ressourcen sind, aber vielleicht würde man es noch gut tun, dass man in diesem Fahrzeugbaumodus mehr Informationen bringt, was für Ressourcen du genau brauchst, um das bestimmte Teil zu bauen. Und vielleicht auch so Prozentangaben oder so eine Art Fahrzeugtester, dass du auch weißt, okay, es funktioniert so, aber es kann sein, dass du ab bestimmten Gradzahlen Probleme kriegst, dass du dann da drüber kommst und so. Also man so im Voraus schon so ein bisschen weiß, dieses Fahrzeug wird funktionieren oder eben nicht. Das fehlt mir noch so ein bisschen. Also mir fehlt noch ein bisschen mehr Info in der Fahrzeuginfo. Beim Bauen, ob das alles so funktioniert. Vielleicht ist es ja auch ein Teil des Spiels, aber wenn ich dann schon in der Hälfte gefahren bin und dann merke, okay, ich komme damit nicht weiter, das ist ein bisschen nervig. Das könnte man sicher besser machen. Das werde ich dann eben auch dem Entwickler soweit berichten, dass das halt meine persönliche Erfahrung ist. Ich sage mal so, die Zeit ist schnell vergangen. Ich hätte jetzt nicht unbedingt aufgehört. Ich hätte auch noch gerne weitergespielt, aber Emergency 4 ruft er jetzt dann auch. Aber prinzipiell hatte ich jetzt auch erstmal schon genug, aber es wäre jetzt nicht so, als würde ich sagen, ich würde es nie wieder anfassen. Also ich würde schon noch weiterspielen. Es hat seine Schwächen, wie gesagt, aber so richtig schlecht ist es auch nicht. Ob es die wahrscheinlich, ich sage jetzt mal 5 € wahrscheinlich wert sind, wahrscheinlich schon, weil für 5 € ist es ja eigentlich ein relativ okayes Spiel. Kommt dann darauf an, was man da noch mit einbaut oder ob es das dann war. Ich meine, in diesem Achievement-Ding war ja in der Mitte noch was dabei, dass da noch was kommen könnte. Was dann das ist, keine Ahnung. Ja, ansonsten, wie gesagt, es ist auf jeden Fall kein schlechtes Spiel. Also es gibt war um vieles schlechter. Also man muss, wie gesagt, auch sagen, das ist von einem Entwickler. Ich dachte, es wären mehrere, aber es war tatsächlich nur einer. Hat aber auch 4 Jahre gedauert, muss man sagen. Also das ist auch wieder der andere Punkt. Ja, es ist ein solides Spiel, würde ich sagen. Wenn ich es jetzt auf einer Zählerskala bewerten würde, dann würde ich ihm wahrscheinlich eine 6 geben. Also es ist okay. Es ist durchgehend okay. Ob das dann im Steam reicht dass es irgendwie erfolgreicher wird, wahrscheinlich eher nicht. Das ist halt einfach zu viel los im Spielemarkt. Aber an sich ist es echt mit Liebe gemacht, finde ich. Es hat viele schöne kleine Animationchen und man kann auch echt viel einstellen dann beim Fahrzeugbau. Aber wie gesagt, da müsste man vielleicht noch ein bisschen mehr Infos rausgeben, damit man dann auch die Zusammenhänge ein bisschen besser versteht. Das wäre vielleicht nicht ganz verkehrt. Aber wie gesagt, für einen absoluten Noob, was Kreativität und so angeht, ich habe es hinbekommen, mein Fahrzeug zu erstellen, dann wird es auch jeder andere hinbekommen. Man muss halt nur so ein bisschen sich reinfuchsen am Anfang, zu wissen, ja, du brauchst Gepäckträger, um Sachen mitzunehmen, wo musst du die hinschmeißen? Steht bestimmt alles in den Tutorials, aber wer liest sich bitte schon 30 Tutorial-Kapitel einfach durch? Das ist halt. Müsste man vielleicht auch nochmal überlegen, ob man das vielleicht ein bisschen anders regelt, aber wie gesagt, ein Entwickler, da muss man sich halt auf bestimmte Sachen konzentrieren. Es ist wie gesagt cool gemacht mit dem Fahrzeugbau, da kann man echt nichts sagen und ein bestimmtes Klientel könnte das mit Sicherheit ansprechen. Für mich ist es jetzt nicht unbedingt, es ist schön, dass es Quests gibt und so weiter, das hält mich an der Stange, weil ich mag zum Beispiel Spiele, wo ich irgendwo reingeworfen werde und einfach so gesagt wird, ja, so, jetzt mach mal. Mit denen kann ich nicht viel anfangen, deshalb. Zum Beispiel Minecraft ist für mich gar nichts, weil ich nicht kreativ genug bin, um da irgendwas auf die Beine zu stellen, komplett ohne Aufgaben. Und ich hatte jetzt so ein bisschen die Befürchtung, dass es bei dem Spiel auch ist, aber nein, da gibt es Quests, da kann man sich ein bisschen reinarbeiten und wenn man dann so ein bisschen die Zusammenhänge verstanden hat, dann okay, ja, da kommt jetzt was. Ich werde es vielleicht nochmal spielen. Mal schauen, ob ich es nochmal vor der
offiziellen Veröffentlichung spiele. Oder ob ich es dann danach mal irgendwo da mal einschiebe. Kann sein. Mal schauen. Genau. So viel zu meinem Fazit. Ich hoffe, das war ausführlich genug. Und wie gesagt, wenn euch das Spiel gefallen hat, was ihr da gesehen habt, kauft es gerne auf Steam. Ab 28. August wird es veröffentlicht. Ich schätze mal, es wird wie das vorherige Spiel 5 € kosten. Wie gesagt, ich hab den Preis jetzt nicht da. Wurde mir nicht gesagt, aber ich schätze mal, dass er halt auch so um die 5 € kostet. Und mein Gott, das ist jetzt nicht die Welt, wenn man so generell so ein bisschen dieses Spiel, so eine Art Spiel mag, dann kann man es auf jeden Fall mal ausprobieren. Wie gesagt, das ist nach dem Refund ja auch noch, gibt es ja auch noch zu tun. Aber es ist ganz nett, es ist ganz okay. Und wie gesagt, ich hätte jetzt nicht das Gefühl, dass ich es jetzt nicht nochmal anfassen wollen würde. Das muss man ja auch positiv hervorheben. Genau. Ja. Dann ja, mal schauen, wenn es rauskommt. Ja, vielleicht tut sich ja doch noch mal was dann beim Release Day. Vielleicht spiele ich es ja dann am Release Day noch mal an und schaue, ob sich da schon was geändert hätte. Ja, wir werden sehen. Okay, also ich mache jetzt erstmal noch eine kurze Pause und dann spielen wir weiter bei Emergency 4. Falls ihr nicht mehr dabei sein solltet oder auf YouTube das jetzt anguckt, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, hoffentlich in einem anderen YouTube-Video oder einem anderen Stream wieder. Und wenn ihr noch dabei sein solltet bei Emergency 4, dann sage ich bis gleich und auf Wiedersehen.